Kein Plan. Ja gut, dann machen wir die DC-Motte, die jetzt angedockt ist, machen wir fertig für die Helga. Da packen wir dann nämlich noch die, die Kartons oben drauf. Dass wir ein bisschen looten können noch mit der Seemotte. Und da ist es auch schon fast wieder hin, ne? Unser gutes. Komm, pack ich da mal eben raus. Einfach damit wir mehr Platz haben. Dreimal brauchten wir Titanium für eine so eine Kiste. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Kisten das gibt, wenn wir das einmal craften. Wahrscheinlich eine. Und ich denke mal, dass man rechts und links eine anbringen kann. Aber jetzt muss ich mal eben kurz. Sekunde. Ah, meine rechte Hand war besetzt mit einer Kaffeetasse. So, jetzt kommen wir hier mal ein bisschen ran vorwärts. Ja, das ist natürlich auch schön. Storage-Modul. 4x4 Storage-Locker. Hier möchte ich da jetzt mal eben reinpacken und mal eben gucken, wo das Ding dann dran sitzt. Gar nicht sitzt es dran, oder was? Sieht man das nicht? Was ist denn das? Was ist das? Ich steig jetzt einfach mal ein hier. All systems online. Das Blau sieht aber schwierig aus. Das Blau sieht wirklich sehr, sehr schwierig aus. Ach guck, und auf 2 haben wir jetzt... Auf der 2 haben wir jetzt... Geil. Oh. Hä? Ach was? Alter, was? Alter, was? What the fuck? Was ist das denn? Ist das wie so ein Materie-Ding, was alles ansaugt? Emergency. Severe dehydration detected. Seek fluid intake. Ach, guck, hier ist der Storage-Locker. Ah, nee, ernsthaft? Das ist ja wohl mal total geil. What the fuck? Da möchte ich gerne noch einen zweiten von dran machen. Das sieht, also das finde ich echt ein bisschen... Oh, guck mal, da ist ein Fragment. Schön. Das, und die Farbe möchte ich auch gerne nochmal ändern hier. Das geht gar nicht. Mhm, halli, hallo. Alter, wie geil das ist. Das finde ich ja mal richtig cool. Dann machen wir uns einfach... Diese Seemotte machen wir uns einfach so fertig, dass wir damit... dass wir die einfach in die Helga packen. Und... Jetzt muss der Hahn was essen und was trinken. Scheiße. Deo-Roll-Roll angedockt. Gut, genau, das Blau möchte ich auch nochmal eben ändern hier. Holy moly. So, das Blau ist eigentlich gar nicht schlecht, aber... Das sammelt doch ein bisschen zu krass aus. Vielleicht nicht ganz so hell, aber ich muss mal eben nach oben gucken. Vielleicht nicht ganz so hell. Etwas dezenter. Was essen? Jetzt müssen wir was essen. Oh Gott, ich bin ganz aufgeregt. Das ist ja schlimm, ist das ja. Hier sind jetzt die ganzen Torpedos. Gut. Dann nehmen wir erstmal ein paar von mit. Obwohl... jetzt die Torpedos. Obwohl, eigentlich ist es auch Quatsch. Eigentlich müssen wir die Torpedos hier in den Moonpool packen. Fuck! Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Ficky. So eine Scheiße. Was essen wollte ich? Hier ist nichts drin. Oh, alter Lachs. Wie der Hahn einfach nur verwirrt ist manchmal von diesem Spiel. Was ist mit unserer Helga? Warum schwimmt die da hinten? Die war doch hier schön geparkt. Na, egal. Was soll's? Vielleicht treibt die Helga einfach ein bisschen ab. Essen. So, dann schnappe ich mir mal 4 von diesen leckeren Fischen und hier hole ich mir mal ein bisschen Wasser raus. So, 100%. Schön, 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 schön. Craften werde ich das Essen natürlich in unserer Station, denn die Energie in unserer Helga müssen wir nicht unnötig verbrauchen. Und hier in der Station haben wir einfach genug Energie, um sowas zu machen.
Ja, und jetzt wird es auch echt Zeit, dass wir was essen. Wir haben nur noch 14% in unserem Magen. So. Was sagt sie? Blood lost? Blutverlust? Nee, wir haben keinen Blutverlust. Alles ist gut, Helga. Mach dir keinen Kopf. Uns geht es gut. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Genau, ich würde gerne das Sonarsystem würde ich auch noch gerne machen für die Seemotte. Das würde ich. Ich finde, in Schwarz-Weiß sieht die eigentlich ganz schick aus, ne? Man könnte die Farben vielleicht mal tauschen. Dass man das hier einfach mal schwarz macht. Und das hier mal weiß. Hä? Achso, das ist der Name. Ah ja, der Name muss natürlich jetzt weiß sein. Ne, den Namen machen wir auch blau. Den machen wir auch in so einem schönen leuchtenden Blau. So, das wollte ich weiß machen, ne? Ist das jetzt. Geht das jetzt weiß? Ja. Oh, so rum sieht das auch schick aus. Das sieht natürlich auch schick aus. Schwarz-weiß, schön kontrastreich. Kontrastreicher geht's ja eigentlich fast gar nicht. Was heißt fast? Ich glaube, kontrastreicher geht es einfach nicht. Was ist das hier vorne? Was ist das hier für Dings? Alter, ich finde das so cool, dass diese ganzen Sachen da jetzt dran sind. Das finde ich schon, das hat was. Da bin ich ja, muss ich ja sagen, bin ich ja jetzt ein bisschen Fan von geworden. Und mich würde ja auch echt mal interessieren, wo die Torpedos aus der Seemotte raus. Ach, guck mal, der zweite Locker ist hier oben drauf jetzt, oder was? Ups, ups. Ah, ich wollte eh hier gucken, was das für ein Fragment ist. Was haben wir denn da? Cyclops Pressure Kompensator. Ja, denn da haben wir schon genügend von. So. Kletter hier mal hoch, mein Freund. Jetzt haben wir ein Storage Locker haben wir auf der rechten Seite und den anderen Locker haben wir oben drauf. Das ist asymmetrisch. Das gefällt mir nicht wirklich gut. Fuck. Vielleicht kann man das mal tauschen. Kann man die Plätze tauschen hier? Wahrscheinlich, ne? So und so. Ja, guck, jetzt haben wir nämlich die beiden locker oben drauf. Das ist cool, das finde ich gut. Das gefällt mir. Menschenskinder, nee. Ist auch alles gar nicht so einfach. Da kann man natürlich mal so ein bisschen hin und her tauschen. Das finde ich eigentlich ganz geil. Was ist, wenn wir das hier hinpacken? Ändert sich da was? Ach, guck hier. Da vorne, hier ändert sich das. Sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Aber ich hätte gerne die Schränke da oben. Und jetzt sind die Torpedos. Jetzt sind die Torpedos. Ach, da kommt der Torpedo jetzt raus. Alter, das finde ich total cool, wie detailliert das ist. Richtig, richtig geil haben die das gemacht. Schönes Ding. Ich hoffe, sowas gibt es für die Helga dann auch nochmal irgendwann. Stellt euch mal eine Station vor, wo man die Helga reinfahren kann. Wie riesig wäre das? Vielleicht kommt sowas noch. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. So, ein Sonarsystem hätte ich gerne noch. Einen erweiterten Kabelsatz. Den machen wir uns nochmal eben schnell. Und dann werde ich diese Aufnahmesession auch erstmal beenden. Ich mache dann ein kleines Päuschen. Ich denke, ich werde das Ganze noch weiter zocken. Ich habe jetzt voll Bock, mit der Seemotte durch die Gegend zu gurken. Richtig, richtig cool. Da freue ich mich wirklich sehr. Einen erweiterten Kabelsatz. Wie macht man denn nochmal einen erweiterten Kabelsatz? Ich meine, dafür brauchen wir Gold und Silber und Computerchip und... Ja. Für einen Computerchip müssen wir... Für einen Computerchip brauchen wir diese Dinger. Ich weiß nicht genau, wie viele. Ich nehme einfach mal so ein paar mit. Das können wir hier reinpacken. Was haben wir hier noch? Ja, Gold nehme ich mal mit und Silber brauchen wir, glaube ich, auch. Und ich meine, wir brauchen für einen erweiterten Kabelsatz auch Silikon oder Quarz. Ich weiß gerade nicht. Ich muss mal kurz gucken. Kabelsatz, erweiterter Kabelsatz. Computerchip. Okay, für Computerchip brauchen wir noch einmal Quarz. Das haben wir ja hier. Zicki zacki. So, Computerchip. Und dann dürfen wir es eigentlich... Jawohl, schön. Können wir uns ein Sonarsystem machen. Hervorragend.
Und dann ist unsere Seemotte gerüstet für die Helga. Unser Deo-Roll-Roll. Deo-Roll-Roll und die Helga. Ne, komm, ich mach das anders. Ich nenne... Tommy, sei mir nicht böse, ich mach das jetzt für eine Freundin. Ich nenne... Diese Seemotte nenne ich Lydia. Einfach, weil ich das Mädel mag. Dich mag ich natürlich auch. Und dein Wunsch wird berücksichtigt. Ich nenne einfach die andere Seemotte so. Wenn das okay ist für dich. Ich denke aber schon, ne? Du bist ja ein ganz geselliger Kerl. So, so ein Nahsystem habe ich noch nicht gecraftet. Sollte ich craften. Die Lydia ist angedockt. Finde ich cool. Ah, Perimeter-Defense-System. Alter, was man alles machen kann mit dem Ding. Das ist richtig cool. So. Oh, das sah wild aus. Packen wir uns das Sonarsystem hier auch nochmal rein. Und dann müssen wir mal... Warte mal, ich mach mal hier... Achso, der guckt von alleine. Der guckt automatisch nach oben. Ja, gut. Ich weiß jetzt nicht genau, wo das Sonarsystem ist. Es müsste ja eigentlich hier auf der anderen Seite sein. Allerdings ist das, denke ich mal, einfach nur so ein elektrisches Gimmick. Ah, schön, 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 schön. Alter, das sieht mega, mega geil aus. Ich freue mich da wirklich sehr. So, einsteigen. Ja, und das Interieur, die Interieurfarbe gefällt mir jetzt definitiv besser als vorher. Mann, beim letzten Mal, als ich gezockt habe, waren die Füße von der Station, waren die Füße noch auf dem Boden. Finde ich ein bisschen, das finde ich ein bisschen scheiße. Finde ich tatsächlich ein bisschen scheiße. Aber gut, was sollen wir machen? Können wir nichts dran machen. Außer vielleicht mit dem Terraformer da mal ein bisschen rumzufummeln. So. Uah, Alter. Was steht da? Danger Jet Blast. Habe ich mir auch noch nicht gesehen. Danger Jet Blast. Aha. Mhm. Gut. Schon schön, ne? Sieht richtig schick aus. So. Wie dem auch sei, ich wollte jetzt die Seemotten umparken. Ich glaube, diese Seemotte sieht genauso aus von der Farbe wie die andere. Boah, Klatsch, Alter, das war nicht gut. Wo ist er denn jetzt hier? Komm, ich pack die mal nebeneinander. Ne, ich mach das erst anders. Ich fahre die hier erstmal rein. Und dann bearbeiten wir diese kleine hübsche Seemotte noch kurz. Farbtechnisch. Seemotte angedockt. So, jetzt komme ich hier in Stress mit unseren ganzen Fahrzeugen. Deo. Roll, roll. Nee, Roffel, Roffel. Nee, roll. Roll. Obwohl, das sieht scheiße aus, so. Deo. Roll, roll. Machen wir das einfach so. Farbe. Schwarz? Nein. Schwarz ist jetzt langweilig geworden. Schwarz ist nicht mehr in. Was ist eigentlich denn? Was ist denn mit Rot? Nee, Rot finde ich auch irgendwie. Rot ist auch irgendwie schwierig. Grün. Blau. Blau ist mir ein bisschen... Dieses Hellblau ist mir für diese große Farbe... Also für diese großen Farbflächen ist mir Blau ein wenig zu gay, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich mache sie ganz schwarz. Mal komplett... Komplett mal schwarz machen. Bis auf die blauen Streifen. Ja, ne? So. Den Namen muss ich noch eben ändern. Wenn euch das mit der Farbe nicht gefällt, könnt ihr mir das auch gerne sagen. Ich bin da sehr, sehr offen, was sowas angeht. Gelb, ne? Gelb wäre natürlich auch geil. Warte mal. Streifen. Was ist mit Gelb? Oh ne, das sieht zu sehr nach Fußball aus. Den blauen Streifen könnten wir vielleicht mal gelb machen. Oder rot. Oh, rot ist auch schön. Rot ist böse. Das sieht böse aus. Dann machen wir den Namen hier auch nochmal so. Ja. Oh, hat was. Das hat auch was. Finde ich gar nicht schlecht. Den Deo-Roll-Roll
Genau, den wollte ich jetzt natürlich... Upsa. Den wollte ich jetzt natürlich nochmal neben der anderen Seemotte eben mal ganz kurz mal eben einmal parken. Wie mache ich das denn am besten? Ich würde gerne einen Screenshot machen. Mit unseren Fahrzeugen und der Helga und so im Hintergrund. Farblich passen die beiden aber schon. Das sieht schon schnuckelig aus. Achso, das kann ich hier auch. Alles klar, kann ich tauschen. Ja, wir sind jetzt, ja, so, ne? Vielleicht so. So, ich steig mal aus, ich guck mal ganz kurz. Hier, F6 war das, meine ich, mit dem ganzen Geraffel ausmachen. Oh, das hat doch was. Finde ich schon cool irgendwie. Bin mir nicht sicher. Die Lydia und Deo Rollroll. Finde ich gut. Bin ich Fan von. Zack. Screenshot. Ich würde gerne noch ein paar mehr machen. Einfach nur mal zu kicken. Alter, ich habe mich gerade voll erschrocken vor unseren. Wir haben keinen Körper mehr. Unser Körper ist weg. Ist er jetzt wieder da? Nee. Boah, wie es rumbackt. Ganz schlimm. Ja, ist schon beeindruckend. Ist schon ein wenig beeindruckend, was wir hier bisher so an die auf die Beine gestellt haben. Finde ich sehr, sehr cool. So, die Lydia wollten wir in die Helga packen. Mach ich auch mal eben. Parken wir mal die Lydia in der Helga. Es klingt ein wenig falsch, aber es ist so, wie es ist. Ja, hallihallo. Der Otto ist ein sehr, sehr treuer Freund. Begrüßt uns immer fleißig. So, und die Deo-Rollroll, den hauen wir hier in unsere Station. Da würde ich auch noch gerne Storage-Boxen drauf machen. Ja, fahren kann ich die Dinger ja mittlerweile ganz gut, ne? Habe ich zu früh gesagt. Deo-Rollroll ist angedockt. Schön, 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 schön. Dann gehen wir wieder raus hier. Und werde noch mal ganz kurz in die Helga, denn ich wollte das Sonarsystem noch eben schnell ausprobieren. Also ohne HUD ist auch irgendwie geil zu zocken. Ist so blöd, dass man das Fadenkreuz nicht hat. Aber eigentlich geht das auch so. Komm, lass uns mal raus. Ups, wieder schön auf den Boden geknallt. Und jetzt muss ich tatsächlich mal das HUD wieder anmachen. Denn mich interessiert es gerade, wie das mit dem Sonarsystem funktioniert. Ach was? Alter! Ernsthaft? What? Was? Nee! Wie geil ist das denn bitte? Wow. Ich bin beeindruckt. Ich bin tatsächlich gerade sehr, 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 sehr beeindruckt. Das ist ja mal sehr cool. Aber jetzt muss ich schnell sein mit dem Foto. Boah, wie krass. Wie krass das einfach aussieht. Hammer. Hammergeil. Vielleicht kann ich, irgendwo noch ein anderes. Vielleicht hier einfach so. Guck mal, man sieht das Höhlensystem in dem Baum. Ernsthaft? Crazy shit. Richtig cool. Das gefällt mir sehr. Das gefällt mir wirklich sehr. Perfekt für größere Höhlen, um zu gucken, was da so los ist. Und jetzt juckt es mich tatsächlich in den Fingern. Und eigentlich hatte ich vor einer Viertelstunde schon gesagt, dass ich die Folge beenden muss. Das möchte ich jetzt auch gerne machen. Krass. Da kann man mal vor Freude hupen. So, ich werde das Ganze jetzt speichern.
und mich von euch verabschieden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und ja, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder was auch immer, Fahrtvorschläge, was unsere Fahrzeuge hier betrifft oder ihr Wünsche, was wir mal als nächstes machen können, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Nachmittag, Mittag, Vormittag oder wann auch immer diese Folge rauskommt. Da bin ich mir noch nicht sicher. Ich bin auf jeden Fall erstmal raus. Euer Hani. Bis dahin. Ciao.